Hallo, ich bin Ellie Jenüx und das ist der dritte Part meines 100 Baby Challenge Speedruns. Viel Spaß! Wir sind wieder zurück bei unserem Clemens und wie ihr euch vermutlich gedacht habt, auch in diesem Part wird es jede Menge Babys geben. Okay, jede Menge war vielleicht gelogen, aber es kommen auf jeden Fall ein paar. Dieses Video ist ein Zusammenschnitt aus meinem 12-Stunden-Stream auf Twitch und wir spielen die Challenge tatsächlich noch immer. Denn wir wurden leider nicht fertig, also folge mir gern auf Twitch, wir werden ganz sicher sehr, sehr bald weiterspielen. Aber gut, dann starten wir jetzt in den Part hinein. Wisst ihr was? Diese Torte gebe ich jetzt hier rein. Vielleicht isst sie ja keiner bis zum nächsten Geburtstag, also ich weiß nicht. Aber vielleicht isst sie ja niemand und dann haben wir hier für immer eine Geburtstagstorte für die nächsten Geburtstage auch schon. Das heißt, wir feiern in 3 Tagen wieder Geburtstag. Was ist schon stressig. Also wir haben 1, 2... Hast du den anderen Kindern schon ein Bett zugewiesen? Den Kindern ja, aber den kleinen Kindern kann man ja irgendwie kein Bett zuweisen. Warum auch immer. Und am Montag haben die dann wieder Geburtstag. Also Berberus, Laurent und Misty. Klar, einfach ihre kleinen Geschwister als Gäste ein. Dann kommen keine Fremden mehr. Und wir feiern natürlich wieder hier. Und zwar um 12. Clemens darf sich jetzt auch mal um seine Bedürfnisse kümmern. Er geht jetzt mal duschen. Und dann geht auch er ins Bett. Stressig ist das, ich sag's euch. Oh, Clemens stinkt einfach so. Um 12 sind die Kinder in der Schule. Das ist ein sehr guter Einwand. Danke. Das habe ich irgendwie vergessen. Ja, egal. Müssen sie halt wieder nach Hause kommen. Ist nicht mein Problem. Clemens, du gibst vorher noch Kerzen auf den Kuchen, dann können wir den nämlich wirklich bei jedem Geburtstag verwenden. Das würde ich sehr praktisch finden. Und dann machen wir das so und dann gehst du schlafen. Und bevor du schlafen gehst, engagieren wir aber nochmal einen Babysitter. Und ich hoffe wirklich, dass der dann bleibt. Und wann kommt eigentlich unsere Katze wieder? Oder vergessen wir wirklich einfach alle, dass sie existiert hat? Ich meine, können wir machen. Perfekt. Also, wir haben jetzt schon 5 Babys. Clemens ist schon wieder schwanger. Es läuft eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Was ist mit der Butlerin? Hä? Wieso steht die da und schaut uns beim Schlafen zu? Und stellt da ein Glas auf unseren Nachttisch. Könntest du nicht mit uns reden, während wir schlafen? Okay, jetzt schauen wir mal, ob sich die Kids um Babys kümmern können. Wir testen das mal am wütenden Berberus. Schade. Geht nicht. Gut, dann fragt Berberus jetzt mal, ob die Butlerin was kochen kann, denn wir haben schon wieder nichts mehr zu essen, glaube ich. Wo ist sie denn schon wieder? Da ist der Babysitter, aber wo ist die Butlerin? Ist sie überhaupt noch da? Haben wir eine Butlerin? Also wir haben eine Butlerin, aber wo ist sie? Ach, die schläft. Ja, wach auf. Wenn ich Hunger habe, musst du kochen, liebe Butlerin. Och, wieso kümmert sich denn keiner um den Kleinen? Berberus 2? Ach so, wird sich schon drum gekümmert. Okay. Ja, kümmere dich doch um mich. Zuerst möchte ich, dass du mich badest. Und dann möchte ich, dass du mir Essen gibst. Hilfe, Essen. Und dann möchte ich, dass du mich ins Bett bringst. Gut. Der schläft da drinnen? Irgendwie ist der Babysitter voll schlecht. Allen geht's voll schlecht. Clemens, es tut mir leid, du musst nochmal aufstehen. Du müsstest dich jetzt um die Kinder kümmern. Du badest jetzt. Wer bist du schnell? Berberus 2. Haben wir unten eine Badewanne? Da hinten. Du badest. Berberus 2. Und dann bringst du Berberus 2 ins Bett. Das kann doch nicht so schwer sein. Ach so, das ist jetzt Berberus 3. Ich wollte, dass du dich um Berberus 2 kümmerst. Hä? Wieso ist der denn jetzt sehr hungrig? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber gut, dann bringen wir dir jetzt was zu essen. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Also, das klingt jetzt sehr, wie soll ich sagen? Ich habe Angst, dass uns die Kinder sterben. Es gibt nichts mehr zu essen. Bring ganz schnell Berberus 2 was zu essen. Ganz schnell aber. Das ist geben dann Berberus 2. Clemens, gut. Clemens gibt diesem Kind mal Essen. Hatte der nicht gerade noch voll Hunger? Hat er das jetzt so schnell gegessen? Okay, also. Dann bringst du Berberus 2 ins Bett. Kleinkind ins Bett bringen, Berberus 2. Berberus 3, wie geht's dir? Oh nein. Gar nicht gut.
Bärbelus 3 wird jetzt gebadet und dann... Da ist ja noch ein Kind drin. Bärbelus 2, wieso bringt dich denn keiner ins Bett? Oh Gott. Dir geht's nicht so gut. Ja, warum machst du denn nichts anderes? Nur weil ich einmal sag, du sollst Schach spielen, heißt das ja nicht, dass du den ganzen Tag Schach spielen musst. Das sagt doch niemand. Dann isst Chips. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Ja, danke, Kado. Danke, danke. Ach, Clemens. Und jetzt haben die Wehen eingesetzt. Ah, und Lulu ist wieder da. Okay. Es passiert gerade sehr viel auf einmal. Bevor du das Kind bekommst, gehst du jetzt nochmal schnell was essen. Iss jetzt. Clemens, du musst essen. Wir haben auch Mäuse. Ach, es ist einfach traumhaft in dieser Familie. Okay. Und dann, lieber Clemens, bekommst du schnell dein Kind oder deine Kinder. Und ich glaube, sobald er die Kinder bekommen hat, reisen wir mit ihm aber wieder zu dem Hotel, und also zu der Bar, wo es ein Bett gibt. Und dann soll er dort schlafen, weil ich möchte echt nicht noch länger hier in diesem Haushalt sein mit diesen tausenden Kindern. Das überfordert mich. Ich meine, logisch, wir müssen so viele Kinder bekommen, aber es überfordert mich trotzdem. Okay, das Baby ist unterwegs. Es ist ein Junge, dann wird's Celino Mario, oder? Celino Mario. Perfekt. Und noch ein Junge, dann wird's Clotildus. Sehr gut. Und noch ein Kind? Oh, jetzt brauchen wir noch einen Mädchennamen. Weiß noch, wer einen Mädchennamen? Lea. Okay, dann heißt das nächste Kind Lea. Drillinge. Es hätten auch vier werden können. Oh mein Gott, es sind drei Vampire. Wir haben drei Vampir-Babys. Ja, schön. Die lassen wir jetzt alle gleich mal altern. Wie immer, nicht füttern. Gleich altern. Und dann haut Clemens mal ab. Denn dann braucht Clemens mal seine Ruhe. Am nächsten Tag müssen wir schon wiederkommen, weil da haben denn die Zwillinge Geburtstag. Oh mein Gott, es ist so stressig. Ach so, wir haben jetzt schon wieder drei. Wir haben noch mehr Babys bekommen. Wir haben bekommen 1, 2, 3. Wir sind bei 8 Babys. Schön. Finde ich super. Am Samstag müssen wir wieder da sein. Wir sind bei 8 Babys. Bei 8 Babys nach 4 Stunden. Oh mein Gott, ich dachte, das geht in einer Stunde. Clemens, lass sie noch schnell älter werden, dann kannst du schlafen. Versprochen. Caleb hat Lea ein Geschenk geschickt. Oh mein Gott, wie süß ist denn Lea? Sie ist unabhängig. Perfekt. Wie süß bist du? Du bist das süßeste Kind, das ich jemals gesehen habe. Und Laurent hat einfach seine Hausaufgaben gemacht. Und Clotildus ist ein Charmeur. Passt ja perfekt zu seinem Namen. Und er ist ja auch süß. Oh mein Gott, er sieht aus wie Caleb. Wie zuckersüß. Einmal nur noch. Noch ein Baby muss Geburtstag haben und dann können wir abhauen. Clemens, dann hauen wir ganz weit weg ab. Und Celino Mario. Auch er ist unabhängig. Sehr schön. Oh, er ist ja auch unglaublich süß. Wie süß ist das? Sind einfach Drillinge. Einer ist blond, einer hat braune Haare und einer ist rothaarig. Ist das süß? Okay. Aber Clemens, wir hauen jetzt ab. Wo gehen wir denn eigentlich hin? Ich glaube, wir gehen... wir gehen einfach hier hin. Zur Bar. Und dort kann er nämlich schlafen. Dort kann er dort ein bisschen Zeit verbringen. Und vielleicht suchen wir uns auch schon einen neuen Mann. Jetzt wascht er sich dreimal die Hände. Dann geht er schlafen. Dann können wir hier unten noch... Jetzt schläft da ein fremder Mann. Dann schaue ich einfach, dass es ihm gut geht. Kann sich wer um die Kids kümmern, bitte? Gut, dann geht Clemens hier mal schlafen. Und morgen um 12 müssen wir wieder nach Hause, weil dann haben die ja Geburtstag. Und dann hätte ich gesagt, wenn wir da dann daheim sind, nach dem Geburtstag kommen wir wieder her und dann lernt er erst einen neuen Mann kennen. Ach so, wir haben Ladies Night, das sind alles Frauen. Na toll. Sind wir der Barkeeper ist aber ein Mann. Ja, hallo. Katsuiko. Wir stellen uns jetzt mal kokett bei dir vor. Was würde eigentlich passieren, wenn Clemens vor den 100 Babys stirbt? Clemens kann doch nicht. Wie soll Clemens sterben? Ich passe doch auf ihn auf. Der stirbt doch nicht. Also um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was ich dann machen würde. Weinen. Gut, dann erzähl ihm eine dramatische Geschichte. Dann flirten wir mal mit ihm. Wisst ihr was? Ach so, wir haben jetzt... wo kann man das schnell umstellen? Mit der maximalen Haushaltsgröße. Da brauche ich einen Computer, oder? Ich glaube, ich stelle es doch um. Ich glaube, ich mache es jetzt mal auf 15. Vielleicht... Ich habe nämlich eigentlich gedacht, es geht sich aus bis dorthin, dass wir eben Kinder haben und dass sie dann
schon erwachsen sind, aber ich glaube, es geht sich nicht aus. Oder vielleicht müssen wir es sogar auf 20 erhöhen. Passt super zum Stil. Wir stellen da jetzt so einen pinken Schreibtisch hin. Ich glaube, 20 könnte mein Spiel schaffen. Ich weiß es nicht. Ich mache die Haushaltsgröße mal auf 20. Ja, ich glaube, das ist gut. Bei der Altersspanne. Ich glaube, ich habe einfach nicht die Altersspanne auf kurz gestellt. Aha, vielleicht ist das das Problem. Vielleicht ist das das Problem. Jetzt haben heute alle Geburtstag. Heute haben dann... Okay, dann lassen wir es so. Heute haben sie Geburtstag. Dann haben die drei und hier... Ich lösche mal die Geburtstagspartys. Das stresst mich sonst. Jetzt sollte es aber passen mit den Einstellungen, wie ich es ursprünglich wollte. Genau, dann haben heute die alle Geburtstag und am Sonntag sie. Ja, okay. Das passt, glaube ich. Und jetzt wollte ich hier noch erhöhen. Spieleinstellungen, geht das da? Maximum Haushaltsgröße. Sagen wir 20. Ja, und jetzt muss ich nochmal alles neu starten. Also, heute haben jetzt alle Geburtstag. Oh, okay, es ist 1 Uhr. Das passt. Das heißt, wir werden uns jetzt an den Barkeeper ranmachen. Wir werden ihn gleich mal betören. Und dann kann Clemens gleich mal schwanger werden. Und dann gehen wir nach Hause und... Er ist nicht kokett. Aha, das könnte problematisch werden. Flirt mal mit ihm. Und mach ihm ein Kompliment über sein Aussehen. Dann stell eine schlüpfrige Frage. Gut, dann werden wir gleich mal mit ihm knuddeln. Nochmal flirten. 17%. Oh, das ist nicht gut. Du musst wirklich aufladen. Dann einmal Süßholz raspeln. Dann gleich den ersten Kuss erleben. Oh, das geht immer so unglaublich schnell. Das finde ich einfach wunderschön. Irgendwie mag er uns nicht. Aber egal, er flirtet trotzdem mit uns. Das ist doch schön. Hä? Jetzt mag er uns nicht mehr. Okay. Flirten nochmal mit ihm. Mach ihm ein Kompliment über sein Aussehen. Unterstütz ihn wegen seiner Gesichtsbehaarung. Auch der ist schwer zu knacken. Der mag uns irgendwie nicht. Heute haben ganz viele Geburtstag von unseren Kindern. Das ist doch schön. Mach ihm noch ein Kompliment über sein Outfit. Hä, was tust du? Clemens, wieso tanzt du jetzt? Da haben wir noch einen Mann. Wer bist du? Shigeru. Dann bist du unser neuer Mann. Der andere wollte uns irgendwie nicht. Stell dich bei Shigeru vor. Warum bist du im Gespräch? Okay, sehr gut. Mach ihm mal ein von Herzen kommendes Kompliment. Dann verschöner seinen Tag. Und dann werden wir ihn gleich mal betören. Wieso können wir nicht betören? Oh, weil wir erst jemanden betört haben, oder? Oh nein. Gut. Flirt einfach gleich mal mit ihm und schmeichel ihm. Der ist irgendwie ein schlechter Barkeeper. Der macht alles kaputt. Ja. Mach ihm noch ein Kompliment übers Outfit. Irgendwie macht Clemens nicht das, was ich will. Clemens. Bilden wir einfach mal eine Gruppe mit ihm und vielleicht sollten die sich wohin setzen, wo keine anderen Leute sie nerven. Gehen wir einfach mal hier rauf. Das ist doch gut. Da wollen sich immer Leute ins Gespräch einmischen. Geh weg. Wir wollen dich nicht. Mach ihm noch ein Kompliment. Dann schmeicheln wir ihm. Wann können wir denn endlich wieder betören? Wie lange dauert denn das? Betören? Betörende Sims können jeden mit einem einzigen Blick in Flirtstimmung versetzen. Ja, aber das hat anscheinend eine Abklingzeit, aber ich weiß nicht welche. Gut, dann werden wir ihn nochmal anmachen und von Lieblingssänger schwärmen. Teil mal Fotos mit ihm. Der ist irgendwie auch hart zu knacken. Können wir dich nicht betören? Nein, schade. Dann flirtet nochmal. Dann biet ihm eine Rose an. Verschöner seinen Tag. Schmeichel ihm. Mach ihm ein Kompliment. Jetzt können wir ihn wieder betören. Sehr gut. Dann betören wir ihn. Machen den Anmachspruch. Also das Betören ist, dann wird der andere Sim sehr kokett. Das ist unglaublich praktisch für sowas. Aber jetzt ist er irgendwie nicht kokett geworden. Betören wir nochmal? Ach so, jetzt. Okay. Dann können sie gleich den ersten Kuss erleben. Perfekt. Wir haben den nächsten an der Angel. Dann werden wir mal aufreizend posieren. Seine Hände küssen.
ihm ein Kompliment übers Aussehen machen und dann gleich Baby machen. Wir haben bis jetzt fast alle Babys in diesem Bett gemacht, oder? Glaube ich. Und jetzt hat Clemens einen guten Ruf. Ja, das verstehe ich. 8 Kinder von verschiedenen Männern. Sehr gut. Och, da geht's einem Baby schlecht. Oh nein. Ich hoffe, irgendwer füttert Lea. Und ich hoffe, er ist wieder schwanger. Mach gleich mal einen Schwangerschaftstest. Ja, wir sind wieder schwanger für 2 Essen. Herzlichen Glückwunsch. Clemens erwartet ein Kind. Perfekt. Und es ist wieder ein Baby unterwegs. Oder auch mehrere. Vermutlich sind es mehrere. Gut, jetzt ist Clemens mal fertig. Und dann werden wir, glaube ich, wieder nach Hause reisen. Denn heute haben immerhin voll viele Geburtstag. Also heute haben Bärbeldus, Laurent, Misty, Bärbeldus 2 und Bärbeldus 3 Geburtstag. Wer hat denn da Geburtstag? Ach, wir haben dann Selino, Clotildus und Lea Geburtstag. Gut, dann isst mal die Pommes und dann gehen wir wieder nach Hause. Aber gut, dann reisen wir jetzt wieder nach Hause zu Mr. Clemens. Immerhin haben jetzt ganz viele unserer Kinder Geburtstag. Und wir sind wieder da. Hallo, wie geht's dir? Ich freue mich, dich wiederzusehen. Wer bist denn du? Ach, das Kindermädchen. Okay, du darfst da sein. Also, Lea geht es leider sehr schlecht. Dann kümmern wir uns mal um sie. Also, ich werde jetzt erstmal... Ist noch was da? Ach, da ist nur... Ach, die Torte. Geben wir das mal in den Kühlschrank und stellen es mal da oben hin. Dann kann Lea essen. Und dann wird Clemens Lea beibringen. Oder kann Lea selbst aufs Töpfchen gehen? Ja, okay. Das kann sie selbst. Wie geht's den anderen? Selino geht es gut. Clotildus auch. Bärbeldus auch. Bärbeldus 2 hat Hunger. Der kann dann hier essen. Misty geht es auch gut. Laurent auch. Und Bärbeldus hat auch Hunger. Wow, es ist echt anstrengend mit so vielen Kindern. Wer hätte das gedacht? Ich dachte, 100 Baby Challenge Speedrun wird einfach. Gut, Clemens, du kannst mal wieder ein bisschen kochen und kannst eigentlich auch dem... Achso, das ist der Kindersitter. Haben wir jetzt 2 Kindersitter? Und wer ruft denn bitte Misty an? Achso, ihr Vater schreibt ihr eine SMS. Alles klar. Und dann mach nochmal Obstsalat. Gut. Ich glaube, ich möchte einen zweiten Herd. Dann können die gleichzeitig kochen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Wieso geht es dir denn noch immer schlecht? Achso, sie geht jetzt aufs Klo. Ja, und warum hast du nicht gegessen? Diese Kinder. Müssen wir eigentlich nie Rechnungen bezahlen? Oh, Bärbeldus 2 und Bärbeldus 3 sind soeben gute Freunde geworden. Wow, das ist doch eine Nachricht, die man lesen möchte. Oh, weißt du was, Clemens? Kümmere dich doch mal ein bisschen um die Hühner. Und haben wir eigentlich einen Briefkasten? Ach, da! Jetzt sehe ich ihn. Der ist mir noch nie aufgefallen. Gut, und dann haben bald alle Geburtstag. Also heute haben wir keine Feier, aber es haben Geburtstag sehr viele Kinder. Vielleicht feiern wir dann gleich mal. Vielleicht sollten wir das dann machen. Jetzt gibt es auch noch einen Obstsalat, den gebe ich auch wieder in den Kühlschrank, damit alle was zu essen haben. Weil irgendwie weder Kindermädchen noch Butler kümmern sich um Essen. Ja, bleibt doch da, brauner Hahn und braune Henne. Ich fütter euch doch. Oh, wir haben ein Brutei. Aber gut, ich hätte gesagt, jetzt feiern wir Geburtstag. Jetzt ist Geburtstagszeit. Gut, zuerst Geburtstag haben, finde ich, die Kleinen, weil das ist nerviger. Bärbeldus 2 und Bärbeldus 3. Die haben jetzt zuerst mal Geburtstag. Wo ist er? Hier haben wir den Kuchen. Gut. Und dann, Clemens, hilfst du jetzt? Helfen, Kerzen auszublasen. Bärbeldus 2. Gut. Bärbeldus 2. Den Rest machen wir später. Gut, dann werden jetzt die Nächsten zu Kinder und dann werden unsere Kinder zu Teenager. Dann dauert es eben noch einen Tag, bis die nächsten Kids kommen oder das nächste Kind. Aber ich schätze, es werden wieder Mehrlinge. Es werden immer Mehrlinge. Immer. Ich bin schon gespannt, wann wir das erste Mal mehr als 3 bekommen. Hi Clemens, Nina Caliente hat mich zu einem Date eingeladen. Soll ich zusagen? Ist er der Vater von... von dem Kind, mit dem er jetzt schwanger ist? Ich weiß es nicht. Ja, mach einfach, was du willst. Ich kenne mich doch nicht mehr aus. So viele Kinder, so viele Männer. Aber jetzt hat erstmal unser Bärbeldus 2 Geburtstag. Und Clemens,
Ganz schnell, ganz, ganz schnell. Nein, 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 nein. Geburtstagskerzen hinzufügen. Werbelus 2 wird jetzt älter. Und er ist ein Öko-Fanatiker. Sehr, sehr cool. Dann geben wir ihm hier einfach auch Motorik. Ich finde, das passt dazu. Oh, süß. Werbelus 2. Ja. Gut, dann brauchst du natürlich noch ein Bett. Dein Bett wird... Ich glaube, das obere ist noch frei. Ja. Werbelus 2, das ist dein Bett. Und jetzt, Clemens, hat auch noch Werbelus 3 Geburtstag. Helfen, Kerzen auszublasen. Werbelus 3. Dieser Name... Oh, ich weiß nicht, wie oft ich den heute sagen werde. Ich könnte eigentlich ein eigenes Video machen, in dem ich einfach nur zusammenschneide. Jedes Mal, wenn ich Werbelus sage. Ich glaube, das Video geht dann mindestens eine Stunde. Und dann hört man einfach immer nur Werbelus, Werbelus, Werbelus. Das wäre schön, oder? Das würdet ihr euch alle sicher anschauen. Hoffe ich zumindest. Gut, jetzt hat der nächste Werbelus Geburtstag. Okay, nächstes Kind hat Geburtstag. Werbelus 3 ist älter geworden und er ist unberechenbar. Na, das ist toll. Machen wir ihn vielleicht kreativ? Gut, die beste Void-Kreatur. Ich habe mich in der Schule mit jemandem darüber gestritten, welche Void-Kreatur mächtiger ist. Ich habe gesagt, es wäre Arctichorn. Okay. Aber der andere behauptete, es wäre Suintor. Wer ist denn nun am mächtigsten? Ha. Das Arctichorn natürlich. Beide sind gleichmächtig. Tut mir leid, aber es ist Suintor. Woher soll Clemens das wissen? Sagen wir einfach, beide sind mächtig. Komische Frage. Ach, und Clemens pinkelt sich schon wieder fast in die Hose. Wie könnte das anders sein? Du musst nur mehr einmal Geburtstagskerzen hinzufügen und dann kannst du dich ein bisschen um deine Bedürfnisse kümmern. Immerhin bist du schwanger. Und nun sind wir schon am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!